Und dann machen wir es ähnlich wie letztes Mal, dass wir dann zwei Reihen davon haben. Also folgendermaßen. Dump. Dump. So. Eventuell hätten wir sogar einen Teil von der alten Maschinerie stehen lassen können. Aber das war für mich zu verwirrend. Hat mich zu sehr abgelenkt. So. Blub. Blub, blub, blub. Passt. Dasselbe Muster wie bei den Fabriken, theoretisch. Ist allerdings zu nah dran. Ja, wenn ich es nämlich hier oben auch mache. Den können sie das auf kein Fließband legen. Okay. Wenn wir das Ganze nach innen machen. Und nach außen legen. Also warte mal, da, da. Könnten sie es theoretisch irgendwo da hinten hinlegen, aber dann sind die Pfosten wieder im Weg. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Platz verschwenden, damit es gut aussieht. Hab ich persönlich kein Problem mit. Und ja, die bleiben mal auf dem Boden liegen. So. Platz verschwenden, habe ich gesagt, ne? Okay, dann machen wir das so. Und so. Ups. Ups. Du weg. Ah, es ist zu weit unten. Ja, die Kohlesache bleibt da ewig stehen, weil wir brauchen durchgehend Kohle. Also verlagern wir das Ganze jetzt um ein Feld nach oben. Ich hoffe, das haut hier mit anderen Sachen hin. Nee, tut's nicht. Das ist nicht gut, weil hier kommen die Solarpanels hin und da kommen die Akkus hin. Das heißt, hier unten wäre unser einziger Platz. Okay, fangen wir einfach hier so an. Ja. So. Und die tut das hier auf dem Fließband mittig. So. Fließband. Was? Fließband. Ja, es werden jetzt Fließbänder aufs Fließband gelegt. Das ist okay. Und dann hätte ich eigentlich nochmal auf der anderen Seite ganz gerne welche, aber das passt, wie gesagt, nicht. Nee, es passt nicht. Wenn wir es dazwischen bauen, passen nur zwei dazwischen. Das klappt mit den Dingern aber nicht. Okay. Dann machen wir es genau wie bei den Fabriken. Wir bauen es so auf, wie wir es gerne hätten. Und passen dann später die Poles dem an. Das kriegen wir schon hin. Ich bräuchte jetzt eigentlich nur so einen kleinen optischen Anstupser, dass ich weiß, wo was später ist. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal Gates verbauen. Einfach nur, weil ich es gerade auf Tasche habe und wir den Platz brauchen. So. Schmeiß die mal auf den Boden. So. Und bau bitte Solar Panels. Okay. Das heißt, wir setzen die Solar Panels jetzt da, wo sie eigentlich später auch hinkommen. So als kleinen, ne? Denkanstoß für mich. Das da ist alles verplant für Solar Panels. Und. Oh, das sind sogar gelbe. Und die ganze Ecke hier ist verplant für Akkus. So, und warum blinkt die aber noch am Aufladen seit, ne? Weil es gerade Nacht wird. Okay, also der ganze Platz ist weg. Du, ihr müsst nochmal weg. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ihr werdet Sigma aufgebaut und wieder abgerissen. Ist alles für die Zukunft. Und so Dinge. Ja, und das hier ist totes Land, weil da die sind die Kohle-Dinger. Die werden auch bleiben. Das da unten könnte theoretisch weg. Also wir hätten hier ein bisschen Platz. Aber echt nicht viel. So, die weg. Wer sagt eigentlich, dass ich es hier unten bauen muss? Das ist ein guter Punkt. Ich hatte es früher mal hier veranschlagt, ja. Und ehrlich gesagt haben wir sonst auch nicht wirklich so... Wir haben gar nicht mehr so viel Platz, fällt mir auf. Wenn man sich das mal so anguckt. Also das Ding kommt hier später wahrscheinlich weg. Das hier ist alles jetzt vorgeschlagen für Fabriken.
Das werden wir auch brauchen. Und hier unten ist viel zu viel Krimskrams. Wir müssen das hier dicht machen, auf jeden Fall. Jede Sekunde, wo ich jetzt nichts mache, verballer ich Ressourcen, das ist mir klar. Da. Ein Abstand. Eins, zwei, drei, so. Fließband. Und wie gesagt, um das Muster mal wieder später sorgen, wie ich da Pfosten aufbauen muss und alle Strom haben. So. Zum Beispiel einfach. Es gibt auch da keine Mitte. Okay. Da und da. Mach das mal weiter. So, so. Und dann da. Das geht auf. Na jo. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem da oben. Aber es funktioniert erstmal. So, und das ist jetzt alles für, sagen wir mal, ja, das kann nicht für Eisen nur sein. Wir haben nicht genug Platz, um das separat irgendwie zu machen. Also kommen die unteren wieder Kupfer und die oberen wieder Eisen oder so ähnlich. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Eisen, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So, Ressourcen kommen hier also schon mal. Und die müssen jetzt ganz weit gebracht werden. Weil ich hätte gerne genug Platz zum Expandieren später. So, hier ist das Öl. Das ist auch doof. Und hier theoretisch schon die Fabriken. Ja, okay. Sagen wir mal hier. Hier kommen jetzt die Schmelzöfen hin. Klick. Die Schmelzöfen, die wir übrigens noch gar nicht haben, weil die Forschung von den Replicator Solar Panels zu lange dauert, weil wir nicht genug Magneten haben. Das muss ich kurz ändern. Hier, schmeiß einfach hier eine Kiste hin. Am besten da, wo Strom ist. Und da kommen jetzt Magneten rein. Gott, damit hier alles durchgehend forscht. Warum? 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 So, du hast nur einen Magnet, du brauchst mehr. Ah, beides war mal zwei, okay. Ah, das schaut besser aus. Dann bauen wir noch mehr davon. Schnapp dir noch mal mehr von den Platten. Du brauchst bestimmt wieder Eisen, hm? Ja. Go, 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 go. Das läuft. Ja, und die Schmelzanlage jetzt auch aufbauen, sonst haben wir bald ein Problem wegen Ressourcen. Hier. So. Die Schmelzöfen sind jetzt ein bisschen doof. Weil die halt nicht besonders schnell sind. Aber sie sind besser als nichts. So, wir brauchen wieder Ärmchen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Bauen, 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 bauen. Rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Achso, hier kriegt er noch ein Fließband. Dim, 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 dim. Mehr Fließbänder. Mehr Ärmchen. Okay. Rein, 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 rein. Raus, 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 raus. Fließband. So. So. Und hier theoretisch eine Kiste. Wir haben nicht eine. Wir haben noch keine großen Kisten. Das wäre auch so eine Sache, die ganz schick wäre. Machen wir das mal so. Weil das sieht momentan eh nicht danach aus, dass wir so schnell so viele Ressourcen bekommen. Das schafft das eine Ärmchen schon fast alles. Ja, jo. Das ist kein gutes Zeichen. Wir brauchen mehr von den Schmelzöfen. Weil bisher haben wir nur Sachen umgebaut. Wir haben nichts expandiert. Wir haben sogar welche hier weggenommen. Das waren nämlich mal mehr. Das heißt, wir nehmen noch mehr Replikatoren. Achso, Strom.
Das neue Strom ist da extra für die Replikatoren. Ja. Das hier wäre das neue Muster, ne? Ach. Okay. So. Das wird jetzt übrigens auch gut Strom verbrauchen. Das heißt, eventuell haben wir ein Problem mit unseren Akkus und Solarzellen. Aber wir können Solar Panels jetzt selber herstellen. Also einfach so aus Strom. Was wieder mehr Strom kostet, aber pscht. So, ich würde jetzt gerne irgendwas erforschen, was keine Magneten braucht. Ich wollte die besseren Schmelzdinger da machen. Go. So. Mitte, 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 Mitte. Gib mir das da. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So. Könnte langsam ein bisschen eng werden auf dem Fließband. Aber nicht wirklich, ja? Nö. Ist alles gut. Brauchen nur mehr Schmelzöfen, dann passt das alles. Genau, einfach hier nochmal so ein kleines Achterset. Da. Und da. Jeweils auch rein, 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 raus, 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 raus. Rein, 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 raus, 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 raus. So. Gib mehr Ressourcen. Und guck jetzt mal. Da. So nach so einem tollen Replikator. Damit wir einen Replikator haben, der Solarpanels für uns herstellt. So, die müssen auch noch weg. Wie viel Strom? Strom ist gerade gut. Mach mal die weg. Dum, 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 dum. Bau bessere Replikatoren. Und wo ist der gute? Da unten. Und setz den mal auffälligerweise irgendwo in die Pampa. Gib ihm eine Kiste. Gib ihm Ärmchen. Und stellen wir das Solarpanels her. Wow. Ja, das dauert eine Weile. Oh, und wir haben wieder Lichtprobleme. Wo ist das nächste Alienlicht? Okay, daran wird es liegen. Hier muss irgendwo noch ein Alienlicht hin. Haben wir noch eins? Ne. Okay. Weg, weg, weg. Und hier alles dicht bauen. Sehr gut. Lichtet sich langsam auch hier das Chaos. Das ist schön. Das eine Kistchen da kommt fast nicht hinterher. Fast ist okay. Das Erz staut sich bis sonst wo. Also nochmal vier. Vier. Ja. So, die da brauchen wir den gar nicht, ne? Oh, doch, brauchen wir. Okay, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Gut, 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 gut. Achso, ihr müsst nur noch angeschlossen werden mit. Wir brauchen Ärmchen. Was? Wir haben kein Eisen. Ja. Gib mir mal. Oh, ist das wenig. Oh Gott, ist das wenig Eisen. Ja, es ist dunkel, ich weiß. So. Mach uns mehr Eisen und Kupfer. Go, go. Ja, aber die bessere Materialforschung ist bald durch. Den können wir die hier auch alle ersetzen durch die ordentlichen Schmelzöfen, die dann aber auch wieder mehr Strom verbrauchen. Ne? Ja, sollten wir echt im Auge behalten. Also es kann nämlich sonst gut sein, dass wir wirklich dann wieder ein Blackout haben. Also sollte ich vielleicht in den nächsten Folgen. Es ist immer noch nicht ein Solarpanel fertig. Alter Falter. Das ist echt End-Hightech. Dann lohnt sich das erst. Jetzt verbrauchen wir nur stundenlang Strom, damit wir ein Solarpanel bekommen, den ich innerhalb von einer Nanosekunde selber bauen könnte. Nanosekunde. Das war gerade die Definition einer Nanosekunde. Das ist eine sehr lange Nanosekunde. Ah ja, Solarpanels zu bauen ist echt nicht so das Problem. Na, müssen wir gucken.
Aber beides erweitern klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Sowohl Solarpanels, damit tagsüber schnell genug aufgefüllt wird, als auch Akkus, damit wir das Ganze speichern können. So, Steel Furnace haben wir. Werden wir nicht benutzen, weil das braucht Brennstoffblöcke. Das hätten wir gerne. Für die Electric Furnace, die auch wieder den braucht. Ja, warum nicht? Was haben wir ja so viel? Gut. Irgendwas, was ich noch beachten sollte. Außer jetzt ganzen Dekokram hier. Bestimmt wieder irgendwo irgendwas vergessen nachzufüllen. Zum Beispiel hier was zum Verbrennen. Wir haben inzwischen ziemlich viele davon. Wir haben noch nicht genug hiervon. Könnten wir davon 11 bauen? Wir könnten davon eine ganze Menge bauen. Okay, bau mal davon genug, dass wir theoretisch dann innerhalb der nächsten Folgen irgendwann, irgendwie, irgendwo MK1 Speedmodule haben. Für diverse Fabriken. Was fehlt dir? Dir fehlt Kupfer. Dir fehlt Tin. Fehlt noch irgendjemandem irgendwas? Das Ding da ist zu langsam. Hä? Achso, nee, es wird gar nicht verbraucht, das Kupferdrahtzeug. Gib das mal her, das kann ich auch gebrauchen. Du hast kein Carbon, weil du keine Carbon-Anlieferung hast. Ja, gib mir mal Carbon. Hier. Gut, jetzt kommen auch wieder weiße Chips rein. Alle weißen Chips zu mir. Schön. Ja, also ist momentan konfus. Aber es scheint von den Ressourcen her hinzugehen und wir sind durchgehend am Produzieren von Sachen, die wir für die Roboter brauchen. Außer halt die hellblauen Tränke, die bei mir hängen bleiben. Aber ich habe halt momentan andere Sachen zu tun. Geht aber trotzdem relativ gut voran. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Biter, weil wir halt die Luftentsorgdinger da abgerissen haben, das eine. Und sie greifen jetzt regelmäßig an. Aber scheint nicht allzu schnell zu eskalieren. Ich glaube, ich lasse das erstmal so, wie es ist. Ja. Ja, wobei. Wenn die Königinnen erstmal da sind und wenn die Basen erstmal durchgehen und unseren Smog haben, dann haben wir durchgehend Angriff. Und Angriffe verbrauchen Strom. Und wir haben es nicht so wirklich mit dem Strom. Ja, also tentativ auch in den nächsten Folgen, dass wir vielleicht drei, vier von den Luftfiltern aufbauen. Also diese dicken Mäuse da. Fat Mice Cycle Engines. Und die dann Luft einsaugen und rausfiltern von den Schadstoffen. Dass wir diese komischen kleinen Knödel da wieder bekommen. Oh, ja, gucken wir mal. Und Tin fällt ist bald alle. Das ist ein Problem. Also müssten wir theoretisch jetzt auch die guten Replikatoren bauen und irre langsam Tin erstellen. Also Tin-Erz, richtig? Ja, den Erz. Und dann müsste das erstmal noch eingeschmolzen werden. Ja, das könnte problematisch werden.